Wo ist der Mittel? Ich habe mich brutal selbst geflasht. Geil. War aber auch geplant. Ich finde es nämlich wichtig, auch einfach mal nichts zu sehen im Leben, ne? Man sieht ja immer so viel. Man hört immer so Kaffee to go und so ein Scheiß. Man muss auch mal ein bisschen den Drive rausnehmen. Aber ich muss schon sagen, dass ich wirklich calltechnisch der Callboy bin. Er sitzt da einfach. Und ich schieße ihn an und er ist so knallhart. Er ist knallhart und bleibt sitzen. Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu meinem ersten, ich sag jetzt mal, richtigen Ferientag. Warum kann man da einfach durchschießen? Die ist ja kaputt, die Lampe. Endlich habe ich es geschafft. Ich weiß zwar noch nicht, wie meine letzte Prüfung ausgegangen ist. Hello Team. Niemand sagt was, sehr schön. Komm, ihr werdet doch jetzt nicht einfach hier sitzen und nichts sagen, ihr Pimmelnasen. Was haben wir denn hier für Leute dabei? Genderox, dann Bananencreme, Crystal und Hara. Sieht doch schon mal nach einer vernünftigen Kombo aus. Natürlich noch der Dummbrabbler hier in der Mitte. Der alte Böbler. Ich habe mir heute sehr, sehr viele Gedanken gemacht über... Ah, sehr gut, er hat angesagt. Sehr, sehr schön. Über das Knife Giveaway. Es kommt jetzt ja sehr nah. Ich wollte davor eigentlich noch ein anderes Giveaway machen, aber ich mache es... Oh nein. Scheiße! Ich mache es natürlich nicht scheiße. Ich mache es dann doch anders. Ich mache jetzt das Knife Giveaway zuallererst. Es wird jetzt am 1.2., wenn alles so läuft wie geplant, erscheinen. Und darin erkläre ich euch alles. Aber ich sag euch hier schon mal ein kleines Schmankerl. Es wird nicht nur das Knife geben. Es wird insgesamt noch 19 andere Skins geben. Weil ich dachte mir, hey, ein Knife, das ist irgendwie zu wenig. Also da gewinnt halt nur einer. Der Rest ist dann hoffentlich nicht traurig. Aber ich dachte mir, ich kann euch einfach noch weiter entgegen diese Traurigkeit wirken, wenn ich einfach 19 andere Leute noch etwas gebe. Gewinnen lasse. Es gibt dann nach dem Knife noch diverse Skins, die zeige ich euch dann alle auch beim Knife Giveaway. Auch noch einige gute Skins und am Schluss natürlich auch noch ein paar blaue. Also ich meine, ich kann jetzt nicht nur die Klopper rausholen, ist klar, ne? Weil sonst können wir nicht mehr lange diese geilen Giveaways machen. Aber eins will ich an dieser Stelle direkt nochmal sagen. Das wird nicht das letzte Knife Giveaway sein. Es wird auf diesem Kanal noch sehr, sehr, sehr viele Giveaways geben. Alles klar, Mann, ich krieg überhaupt keine Kills. Was ist hier los? Guck mal, wie er da liegt. Let's have a dance. Deswegen seid bitte nicht traurig. Ich weiß, viele von euch sind, ich sag jetzt mal, auch erwachsen genug, die dann sagen, hey, ich habe gewonnen, geil, oder hey, ich habe nicht gewonnen, was soll's. Aber es gibt doch so ein paar Jünglinge unter euch. Oder ich sag jetzt mal, es gibt noch einige junge Leute. Und ich weiß eben, wie junge Leute, also wie schwierig es für sie ist, mit einem Lose umzugehen. Deswegen an euch jüngere Leute, die vielleicht auch mal Schwierigkeiten schon mit sowas hatten. Macht euch keine Gedanken darum. Das ist wirklich nicht die Welt. Ja. Und jetzt speziell für mich oder speziell hier bei meinem Kanal kann ich euch einfach versichern, dass es noch sehr, sehr viele Chancen gibt, dass wirklich auch mal ein paar mehr gewinnen. Oder auch unterschiedliche Leute. Ne? Also, dass hier einfach mal so ein bisschen der Sieg rumgeht, sag ich mal. Das Einzige, was mich jetzt schon so ein bisschen stört, ist diese verschissene Sache. Ich gewinne ja nie. Solche Leute würde ich gerne schütteln. Ich weiß, dass es oftmals Jüngere sind und dass, wie gesagt, Jüngere eben auch tatsächlich ein Problem mit solchen Glücks- und Gewinnspielen hin und her haben. Deswegen ist vor allem Glücksspiel ja auch erst ab 18. Oh shit, dude, das war knapp. Schnell weg hier. Was mache ich gerade für einen Scheiß? Ich wollte eben noch die Shader hier ausmachen. Ich habe hier die Shader an und ich merke es einfach, dass ich nicht meine ultramäßigen FPS habe. Es zückt gerade ein bisschen. Scheiße, die sind jetzt echt auf A. Ich dachte, die Bombe wird down. Er meinte wohl nur, dass die Bombe dort ist, aber nicht, dass sie... Fuck. So, Shader umgestellt. Ah, und schon merke ich einfach die Flüssigkeit. Ich habe die Shader ausgestellt. Ich brauche den Scheiß ja eh nicht für die Aufnahmen hier an sich. Das ist einfach nervig, wenn die FPS spürbar fehlen. Das zückt richtig hard. Steps, die Stairs. Scheiße, Mann, wie unglücklich. Naja, zurück zum Thema. Ich weiß, dass sich da junge Leute eher mal verrückt machen lassen. Wie gesagt, seid nicht traurig, macht euch nicht wahnsinnig wegen sowas. Das sind einfach dann doch nur eben Skins, auch wenn sie was wert sind. Aber da es wiederum in dem Spiel ist und wahrscheinlich die wenigsten von euch irgendwie den Skin dann verkaufen, um sich was zu essen zu kaufen, also wirklich richtige, wahre Angst um das Überleben, also finanziell, da das nicht vorhanden ist, weil es ist halt einfach Quatsch, es ist einfach Schmarrn. Freut euch über die Gewinne, seid nicht traurig, wenn ihr nicht gewinnt und fertig ist der Lack. Ich weiß, dass ich mehr oder weniger leicht reden habe, weil ich so viele Skins habt, die ich alle geschenkt bekommen habe. Aber an der Stelle kann ich auch einfach sagen, Leute, dann werdet einfach auch YouTuber. Ich hau die Skins ja so oder so an euch raus. Ihr wisst es ja, dass ich 1 oder 2% meines Inventars nur spielen kann und den Rest verschenke ich. Mir ist es eher wichtig, dass ich zu meinem einen Kill, den ich da habe, mal noch ein paar Kills hinzufüge. Das ist ja lächerlich. Ich gehe mal mit auf B. Ich sehe gerade, B ist alleine. Oh, Bombe ist Jungle down. Nice. One window with bomb attention. Hab ich ihn. Nice. Sage mal, ich bekomme keine Kills. Ich meine, gut, wir gewinnen die ganze Zeit, was sehr schön ist, was sehr angenehm ist. Aber ich drücke immer nur so 50 Damage und dann werden die Feinde gekillt oder ich werde gekillt. Scheiße. Mit at least two. Wie, die sind nicht gepusht. Pusht sich hier noch einer hoch? Bro, bist du das? Ja, ne? Das war der Kollege da drin. Ja, Leather Room. Okay, alles klar. Voll Panik bekommen eben. Ja, short tape. Short
Shutterstone. Okay, wir haben sie im Griff. Wir haben sie jetzt gerade echt im Griff. Ich höre Steps auf. Scheiße. Nice. Den habe ich auch angefragt. Schaut euch an. Wie viele Assists habe ich jetzt schon? Okay, zwei. Zwei. Ich nehme alles zurück. Warum das Gegenteil? Zwei. Ihr habt sicherlich mitbekommen, dass die Webcam bzw. der Greenscreen jetzt wieder richtig schön ausgekriegt werden. Es sind nicht mehr diese Streifen überall da. Aber dazu musste ich die Farbe hochstellen. Und das erzeugt bei mir sehr leuchtende Lippen. Also gerade auf meinem Zweitbildschirm da oben, der ist sehr, sehr, hat sehr, sehr starke Farben. Da leuchten meine Lippen jetzt in dieser Aufnahme richtig rosa. Das ist total krass. Und ich bin hier in der Mitte des Gesichts komplett rot. Ey, Alter, da habe ich gerade geblockt. Da bin ich komplett errötet. Ich bin halt einfach. Einfach so ein Schönling von Haus aus, wisch. Ich bin einfach ein Schönling von Haus aus, wisch. Unglaublich, wie wir hier abgehen, Mann. Ich muss mal kurz meine Werkzeuge aufräumen, okay? Kick ich einen Aggress, wenn jemand in meinen Werkzeugen rumspielt. Ich habe eine ganz, ganz wichtige Frage an euch. Wallen hat mich letztens kontaktiert und er sagte, hey, du wirst es nicht glauben. Wenn er CSGO Leerzeichen Deutsch eingibt, aber CS Doppelpunkt Go Leerzeichen Deutsch eingibt, wohlgemerkt, dann sieht er mich auf der ersten Seite schon. Was hat der denn in der Hand gehabt? Sieht das aus? Hat das gesehen? Als würde er so machen. Ich war gerade völlig perplex, Mann. Was war da los? Okay, das war einfach bescheuert von mir. Skill halt, ne? Ihr wisst ja. Von Silber 2 bis Global, je nach Tagesform eben. Heute ja Silber 2. Ich hatte schon die Befürchtung, dass ich in eine neue Kamera, also so Webcam, investieren muss, beziehungsweise wir das als neues Spendenziel eben aufstellen. Aber das hätte sich eh erledigt. Denn passt auf, Leute, auch nochmal eine wichtige, wichtige, wichtige Sache. Folgendermaßen. Wir haben sehr viele Pläne gehabt. Neue Grafikkarte. Dann vielleicht sogar neues Mainboard. Alles neu, ne? Das ganze Ding neu. Pipapo. Die Grafikkarte ist gekauft. Sie ist bestellt bei Alternate, sie kommt an. Die Grafikkarte, die wir ausgemacht haben, die ist bestellt. Sie müsste morgen bzw. übermorgen ankommen. Oh shit, dude. Super geil, Mann. Wo war der jetzt? Ist der schon unten drauf gewesen? Oder war das Palace? Auf Hop, komm, der war jetzt nicht schon auf dem Spot drauf. Nach langen Überlegungen habe ich mich, oder haben wir uns, ich habe mich wieder so ein bisschen abgesprochen mit Mates, von dem Mainboard und von dem Arbeitsspeicher und dem Prozessor weg entschieden. Die Grafikkarte muss ran für die Streams, damit die einfach nochmal einen Ticken geiler laufen. Aber an sich habe ich ja sonst keine Probleme. Das war dann die Überlegung. Ich dachte mir, warum eigentlich neues Motherboard? Warum neuer Prozessor? Warum neuer Arbeitsspeicher? Es funktioniert ja alles einwandfrei. Es gibt keinen Punkt, wo ich sage, ich brauche das jetzt, damit das und das funktioniert. Die Grafikkarte war einfach im Blick, weil die einen Streaming-Prozessor hat und dann der ganze Stream einfach nochmal ein bisschen cooler möglicherweise rüberkommen kann. Aber so an sich war der andere Kram eigentlich, also ist eigentlich unnötig. Wenn, dann hole ich mir irgendwann einen neuen PC, also ohne neue Grafikkarte, weil ich die Grafikkarte, die ich dann jetzt gekauft habe, dann da halt mit dazu einbaue. Aber aktuell bin ich so zufrieden mit meinem System und ihr kennt mich ja, ich fahre die Sachen, so wie ich sie habe, einfach so lange, bis sie eben kaputt sind. Und so habe ich es mit dem Teil auch vor. Ich werde mir vielleicht noch von meinem alten Arbeitsspeicher, den ich gerade drin habe, dazu holen, dass ich anstatt 8 GB eben 16 GB habe, dass nochmal das Rendern ein Ticken schneller geht. Aber wenn das Teil noch 5 Jahre läuft, bin ich zufrieden. Da bin ich voll und ganz zufrieden. Die ganzen Spiele, die neuen Spiele, die halt gut aussehen, die Spiele, die hier drauf nicht laufen werden. Ich hole mir diese ganzen Sachen eh alle für die Konsolen. Ich bin beim reinen Zocken eh eher der Konsolenspieler. Also wenn es mir wirklich um Einsinken geht, ins Spiel, in die Geschichte, in die Story und hin und her, da brauche ich dieses Couch-Konsolen-Feeling. Nicht am PC, auf, nee, da muss ich schön genüsslich auf der Couch hocken. Und ja, Battlefield 1 und hin und her, das ist alles Xbox One bei mir so. Die ganze Schoße. Wo schmeißen die jetzt hier alle Waffen rum? Der hat doch jetzt... Wie viel Waffen hat der jetzt zur Auswahl? Der Dummkopf! Guckt euch meine KD an. 4-5. Von Palace. Sandwich ist da. Huh! Das war kurz eine... Oh! Spannende... Phase. Steps und nice. Jawohl, Jungens! Jawohl! Ich bin wenigstens mit dem Callen on point. Ich weiß nicht, inwiefern ich die Callerei hier immer in die Videos mit reinschneide. Das ist immer unterschiedlich. Aber ich muss schon sagen, dass ich wirklich calltechnisch der Callboy bin. Dass ich wirklich on point bin. Ich habe mich brutal selbst geflasht. Geil. Aber auch geplant. Ich finde es nämlich wichtig, auch einfach mal nichts zu sehen im Leben, ne? Man sieht ja immer so viel. Man hört immer so Coffee to go und so ein Scheiß. Man muss auch mal ein bisschen den Drive rausnehmen. Wisst ihr, wenn ich das schon mal gesagt habe? Ich habe mal dieses Barbie-Fahrradspiel gespielt. Oh, Connector. Ja, da steht der Mate. Scheiße. Und ja, ihr habt richtig gehört. Hier auf diesem Kanal gibt es ein Barbie-Fahrradfahrspiel, das ich gespielt habe. War mal eine Debatte in so einem Forum um Spiele und wer was wie machen kann. Und da wurde mir halt geschmeichelt und gesagt, dass ich alles in Gold verwandeln kann. Ich kann jeden Scheißhaufen in Gold verwandeln. Und da habe ich gesagt, hey Jungs und Mädels, da habt ihr recht. Und da habe ich das eben gemacht. Und das war schon echt ziemlich edel, muss ich schon sagen. Muss ich von selbst mega. Da muss ich wirklich auf beide Schultern klopfen und sagen, das war schon wirklich ein Werk Gottes. Ich will endlich losfahren. Hey Kinder, was geht euch ab? Junge. Weiter im Text. Hier, hallo. Gewinne mal. 9-3. Sehr gut. Obwohl ich so wenig dazu beitrage. Ich habe jetzt 5-6. Noch keinen Stern. Score von 14. In Runde 12. Peinlich. Aber wahr. Ach komm! Shit, dude. Wir werden jetzt aber trotzdem easy das L4 machen. Das weiß ich, das weiß ich. Watch out! Oh, shit in my pants! One Palace. Jawohl! Bombay! Bombay, motherfucker, Bay!
höchste Mitte. Jawoll! Jungs! Das war wieder eine geile Teamleistung. Ich weiß, man soll eigentlich einfach auf seine Punkte scheißen, oder? Und auf die Kills. Solange das Team gewinnt, ist es völlig wurscht. Die Punkte und Kills werden eh immer erst dann wichtig, wenn man verliert. Weil dann gucken immer alle, wer ist denn der Letzte? Aha. Ausnahmsweise mal einmal in seinem Leben, einmal alle paar Schaltjahre der Dumbabler. Sonst der immer ganz oben stehend, ist heute der Letzte. Aha. Und dann baut sich die ganze Chose auf. Und da hat Wallen, das habe ich euch vor kurzem schon mal gesagt, wirklich was Schönes gesagt. Und zwar, ob du ein guter Spieler bist, ob du ein Pro-Gamer bist, ein Spielenthusiast, ob du ein Hurensohn bist oder nicht. Zeigt sich dann, wenn es schlecht läuft, dann sieht man eben, Low HP, ist der Spieler. Das war der räudige Hurensohn, der anfängt, Noob und sowas und der dann über das eigene Team rumschimpft. Das sind nämlich die Leute, die gerne mal überfahren werden können. Von irgendwas, das ganz langsam fährt. So ein Straßenreinigungsauto oder so. Das so ganz langsam über einen drüber fährt und das Fleisch abrasiert. Schön mit den na vorne. Solche räudigen Hurenkinder. Das sind eigentlich die, die normalerweise auch halt wackbandtechnisch bestraft werden sollten. Wer rumstenkert. Denn selbst Stänkerei, selbst Saltiness sollte privat sein. Jeder kann so salty sein, wie er will. Jeder kann seine Katze so kaputt ficken, wie er es möchte. Gut, der Tierschutzbund schaltet sich dann vielleicht ein. Aber so an sich darf Saltiness nie nach außen getragen werden. So sehe ich es zumindest. Es ist einfach Etikette eigentlich, dass man auf keinen Fall seine Saltiness nach außen trägt und irgendwie jemanden beschimpft. Und Underground. Wie ich gerade langsam gesprochen habe, wie so ein Querschnittsgelähmter. Und da bist du irgendwelche Lähmungen oder was? Solange die noch nicht einsetzen, ist alles gut. Ich habe einen Big Blue. Blau, ist wäre cool. Ach komm! Leute, spiel. Was machst du? Warum schaltet er denn bitte schon auf Burstfeuer? Wenn ich sag Low HP und er hat eine Glock, dann nimmt man Peng, 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 Einzelschuss, Junge. Egal, der Sieg war eh easy drin. Und schaut, ich habe es nicht ins Spiel getragen. Ich habe es für mich und in diesem besonderen Falle schon an alle getragen, natürlich. Aber hier intern in meinem kleinen Studio. Verstehst du? Ich trage das nicht ins Spiel rein. Ich mache den Leuten keine schlechte Laune oder schlechte Gedanken. Oder dass sich ihn schlechter eben noch schlechter fühlt und dadurch noch schlechter spielt und alles noch schlimmer wird. Das ist einfach Schwachsinn. Sportmanship. Sportmannigkeit. Das ist das A und O. Das verschissene A und O. Wenn man immer weiter verlieren will, dann soll man nur weitermachen und seine Leute so fertig zu machen ständig. Das zählt übrigens auch für Gegner, ne? Man macht natürlich auch nicht die Gegner irgendwie fertig, indem man rumpimmelt oder so. Ich weiß, es gibt immer Leute, die so verschwindend winzige Eier haben, dass sie eben sowas machen. Und entweder im Team oder mit dem Gegnerteam oder gegen das Gegnerteam flamen. Aber seid ihr doch bitte niemand davon, okay? Wisst ihr, wir, ich würde sagen, wir stacken die Waffen darunter. Wir sollten eine Welle des Nachdenkens auslösen. Wir Dumbabler, ja, sind wahre Sportman-Shipper. Wir sind wahre Schiffskapitäne. Mit uns macht es Spaß zu spielen. Wir flamen nicht rum. Wir regen uns für uns auf. Wir klatschen unsere verschissene Maus an die Wand, wenn es sein muss, oder beißen in die Tastatur. Aber wir lassen es nicht an den Teammates aus. Und pimmeln auch nicht mit den Gegnern rum. Wir hatten früher schon Spiele, Leute, da bin ich fast wahnsinnig geworden. Da habe ich noch im Clan gespielt. Ja, wir hatten einen, der hat sogar mit uns... Wir hatten einen ESL-Spieler, ja? Der, nicht in ESL-Matches, aber der angefangen hat. One white car, B. Och, dude, das war fucking knapp, Alter. Das war knapp. Wir haben... Jawohl, er ist abgefangen, der Hurensohn. Der hat mit den Leuten manchmal so debattiert, ne, mit den Gegnern, dass er einfach nicht richtig gespielt hat. Wisst ihr, er hat durchgehend dann geschrieben. Wir wollen einfach hier mittel-serious spielen. Also vor allem beim Matchmaking. Matchmaking heißt ja, ich spiele ein gewertetes Spiel. Das heißt serious. In den ganzen anderen Modi ist es sicherlich jedem völlig egal. Ich meine, man muss auch nicht mit Absicht böswillig sein, aber ihr versteht mich, ne? Da ist völlig egal, wie man spielt. Aber Matchmaking ist, wie der Name schon sagt, Matchmaking. Da werden richtige Matches gemacht. Und da geht es auch so ein bisschen um was, ja? Und da ist es wichtig, dass man sich an den Verhaltenskodex auch hält. Und nicht wie so ein Bock rumspielt und Scheiße macht. Oh Gott, hat er mich erschreckt. Ich muss später sowas von die Farbe aus der Facecam nehmen. Ich bin hier komplett rot. Ich bin pink im Gesicht. Webcam, was machst du? Ha, Webcam. Ach komm, du bist ein Wichser da oben in Bums, ne? Der hat mich einfach so widerlich mit der Nate abgeworfen. Das gibt's gar nicht. Das ist ein kleiner Pisto. Ich rush jetzt in... Oh ja, die war so super, ne? Das war exakt so geplant, dass die so fliegt, wie sie geflogen ist. Ich liebe das, wenn meine Decoys so fliegen, wie sie geplant sind. Ich lieb das einfach scheiße abnormal, weißt du? Ah, Marina Kirsch. Er sitzt da einfach und ich schieße ihn an und er ist so knallhart. Er ist knallhart und bleibt sitzen. Er denkt sich, gut, er hat mich angeschossen, aber vielleicht war er nun versehen. Das ist echt ein Tier. Das zeugt von Selbstbeherrschung. Wer kann da noch sitzen bleiben, wenn er angeschossen wird? Und er bleibt sitzen. Das war nix. Das war nicht Wirklichkeit. Das tut gar nicht weh.
In echt. In echt bin ich jetzt verletzt. Du Hund, der Sohn einer Frau. Was laber ich hier eigentlich andauernd? Da ist doch Connector da drin. Ja. Man hat den übelst gehört, denn er war sich nicht so ganz sicher, der Crystal. Underground bei der Bombe, ist doch klar. Wow, Mate! Was macht ihr? Er hat doch sein Mate 2-3 Mal in dem scheiß Window gesehen. Hips. Was machst du? Der kommt doch jetzt von da. Wie kann man nur so scheiße dumm sein? Er hätte so schön auf B laufen können. Er wär sicher auf B gekommen. Nice. Das sind solche, diese Brain-AFK-Leute irgendwie. Also wo wirklich das Movement, beziehungsweise tatsächlich wortwörtlich die Bewegungen nicht überlegt werden. Wo gehe ich jetzt hin? Er ist da unten. Wo kann er mich schneller erhaschen? Der Mate war schon auf B, hat also schon Apartments geguckt. Oder hätte es schon gucken können, in dem Fall. Das war wirklich, also Brain-AFK hoch 10. Die killen sich gegenseitig, das ist schön. Die sind jetzt natürlich sauer auf den Kerl, der eben jetzt die Runde abgegeben hat. Aber schaut, seht ihr, genau das ist es. Das ist es, was mich so dermaßen abfuckt. Wie kann man nur so ein Hurensohn sein und diesen Spieler dann töten deswegen. Ich kann es verstehen, ich meine, wie gesagt, ich reg mich hier auch live auf. Aber habt ihr schon mal gesehen, dass ich irgendjemanden mit Absicht angeschossen habe wegen sowas? Nee. Und das liegt einfach an einem ganz kleinen Fakt, und zwar hat meine Mutter einen normalen Beruf und schafft nicht an. So wie die Mütter von diesen jungen Herren. Nun ja, hey, ich bin sogar nicht mehr Letzter. Sehr schön, sehr, sehr schön. Livestreams sind übrigens jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr, damit ihr es wisst. Das Knife Giveaway kommt höchstwahrscheinlich am 1.2. Und ja, soweit so gut. Ich bedanke mich für euer Dasein. Natürlich auch wieder vielen Dank für die krasse Daumen-Action der letzten paar Videos. Ihr seid abnormal. Selbst das Garry's Mod Video, das ist ja eigentlich, ne, Garry's Mod ist jetzt nicht so euer Lieblingscontent. Selbst das kommt ganz gut an. Hat einfach schon fett Daumen bekommen. Ihr seid die Daumenmonster. Ich glaube, wir entwickeln uns zur größten Comment- und Daumen-Community. Wenn ich mich vergleiche mit anderen YouTubern, da haben wir im Vergleich viel, viel, viel mehr Daumen und Kommentare. Kommentare sogar noch ein bisschen mehr als Daumen. Wir haben so enorm viel Kommentare. Ihr kommentiert so richtig, richtig geil. Und das ist herrlich. Vielen Dank dafür. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Aua. Oh, fuck. Ich hab gerade mal wehgetan. Ich hab gerade eben mein Rücken und sowas. Ich hab bald auch schon ein alter Rücken. Der ist schon so alt wie ich fast.